Hallo und herzlich willkommen zu Crusader Kings 3 und unserer Zero Attributes Challenge mit Rohana. Bei uns heißt es Rohan. Und wir haben einiges vor heute. Und wenn es so gut läuft wie beim letzten Mal, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Dann gehört uns bald Südindien und wahrscheinlich komplett ganz Indien. Und im Zuge dessen, dass wir in Indien spielen, habe ich den Wettergott einfach mal gebeten, für ein bisschen optimales Wetter zu sorgen. Und er hat meine Gebete erhört und hat uns wunderbares Wetter geschickt. Es ist wunderbar heiß. Ich habe meinen Ventilator aufgedreht. Der pustet mir jetzt säuselnd ins Ohr. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht zerschmelze live im Stream. So, erstmal, lieber Skyrim, Dankeschön für den Resub im zweiten Monat. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Freut mich sehr. Und der Zedam ist auch schon da. Guten Abend, sagt er. Ja, 18 Uhr kann man gut und gerne schon mal guten Abend sagen dann, ne? Würde ich jetzt auch mal behaupten. Alles ab 5 Uhr ist abends, denke ich mal. Wir haben beim letzten Mal einiges erobert hier unten, wenn ich mich richtig erinnere. Haben uns hier die komplette Insel geholt und könnten jetzt rein theoretisch ein Königreich gründen. Aber es fehlt uns noch ein bisschen was. Wir wollen ja nicht den Königstitel von ihm hier oben übernehmen. Also jetzt nicht den hier, sondern den dann hier unten, den er noch hat. Sondern wir wollen ja unseren eigenen Königstitel ausrufen. Und dafür fehlen uns jetzt noch drei Herzogtümer, die wir aber gründen können, weil auf unserer Insel wunderbare drei Herzogtümer sind. Einen Herzogstitel haben wir bereits. Und wir brauchen Kohle natürlich, die wir noch nicht haben. Prestige und Frömmigkeit wäre da. Aber wir brauchen auch die Ruhmstufe Illuster. Wir stehen kurz davor. Das heißt, wenn wir jetzt noch irgendwie zwei Titel, zwei Herzogtümer erstellen, was natürlich wieder Kohle kostet, dann kommen wir auf jeden Fall über die Stufe Illuster. Aber wir haben halt dann keine Kohle. Das heißt, wir müssen dann ein bisschen die Zeit laufen lassen, ein bisschen dafür sorgen, dass Kohle reinkommt. Ja, und das ist jetzt erstmal der Plan. Und dann müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben beim letzten Mal, ich glaube, unsere Unabhängigkeit erklärt. Und die wurde uns nicht genehmigt. Deswegen haben wir die uns genommen. Und haben ihn sehr dezimiert, wie man hier sehen kann. Und wir müssen mal gucken, wie das jetzt läuft, wie viel er dann letztendlich nach dem Waffenstillstand, der jetzt, ich glaube, 5 Jahre dauert, ja, 5 Jahre dauert, wie viel Truppen er wieder ansammelt, weil wir wollen ja dann hier aufs Festland rüber irgendwann mal. Ne? Wir haben hier eine wunderbare Verbindung hier und die soll ja auch genutzt werden. Ne? Wir wollen ja hier, keine Ahnung, wir machen hier Eisenbahnlinien, kommen hier rein und Fahrstühle und so weiter, Magnetschwebebahn, alles geplant hier schon. Wir brauchen nur noch das entsprechende Land. Das fehlt jetzt noch. Und das wollen wir uns nehmen, wenn es uns nicht geschenkt wird. Wobei zweiteres eher nicht der Fall sein wird. Er hat noch einen Bündnispartner, der aber auch nichts hat aktuell. Ja, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Theoretisch könnten wir auch angreifen und den Waffenstillstand brechen, wenn sich das anbieten würde. Aber kostet halt wieder so dermaßen viel Ruhm. Deswegen würde ich das eher nicht machen. Kriegsgrund, oh ja, Kriegsgrund war ja noch was. Wir haben einen wunderbaren Kriegsgrund. Wir haben einen Unterwerfenskriegsgrund. Das heißt, mit einem Schwupps hier können wir uns das hier holen. Wir würden die Königreiche bekommen. Er wird noch Vasall von uns. Genau. Und dafür brauchen wir auch nochmal Prestigepunkte. Also das wäre schon eine schöne Sache, wenn wir das gleich in einem Schwupps bekommen. Heißt natürlich, er muss sein Reich jetzt zusammenhalten. Ich weiß nicht, wie stabil das momentan ist. Aber wenn er sein Reich jetzt 5 Jahre zusammenhält und wir dann anschließend genügend Prestige hätten, würde ich einfach sagen, da marschieren wir rüber. Gut. Dann, was gibt es denn noch? Wir werden immer noch nicht gebilligt. Purohit, Mensch. Das war schon mal anders. Minus 19. Wird denn aktuell jemand beeinflusst? Ja. Er wird beeinflusst. Das sollte sich dann demnächst wieder legen, diese Missmutigkeit. Wir haben niedrige Gemeindekontrolle in Rohan.
63. Da könnten wir jetzt in der Zwischenzeit, während kein Krieg geführt wird, können wir mal ein bisschen die Kontrolle erhöhen. Wieso ist die Kontrolle so schlecht? Wurden wir belagert? Oder haben wir wieder ein... Ah, okay. Nee. Das Event hier ist eigentlich nicht dafür verantwortlich. Also entweder wurden wir beim letzten Krieg hier unten belagert. Ich dachte, der wäre irgendwo immer hier oben gewesen. Naja, wir werden die Kontrolle ein bisschen anpassen. Die Kultur hier unten ist noch nicht größtenteils bayerisch, was natürlich schlecht ist. Das heißt, wir werden jetzt mal weiter die Kultur fördern. Ja, wobei die Kohle wäre schon auch ganz gut. Wir sind jetzt bei 4,6 plus 5,1. Wir werden erstmal auf der Kohle bleiben, weil wir ja Kohle sammeln wollen. Und die bayerische Kultur, die werden wir irgendwann später durchdrücken. Komplotte unterstützen müssen wir aktuell nicht. Wir sorgen lieber dafür, dass uns nichts passiert. Wir sind aktuell als Mörder gebrandmarkt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wird irgendjemanden ermordet? Maharani Kanchikan von Mativipatenkönigreich war wahrscheinlich hier oben die Vorgängerin. Oder wir haben ein Bündnis aufgelöst. Das kann auch sein. Naja, offenbar wurde die gute Dame hier von uns ermordet oder von unserem Auftrag, durch unseren Auftrag ermordet. Und irgendjemand hat geplappert und hat uns hier angeschwärzt. Die Werte sehen ganz gut aus mittlerweile. Für unsere Verhältnisse. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit, hier zu starten. Ich hoffe mal, ich habe bei mir sämtliche Fenster und Türen offen, damit es ordentlich durchzieht. Ich hoffe, es kommen keine Mücken rein. Das wäre der Tod dieses Let's Plays, beziehungsweise dieses Streams, wenn ich hier von Mücken attackiert werden würde. Dann müssten wir komplett abbrechen. Wie fördert man eigentlich die bayerische Kultur? Weißwürste über den Städten abwerfen. Weißwurst, Brezen und Weißbier. Weil beim Weißbier wird es ein bisschen schwierig. Das muss gut verpackt werden. Aber so stelle ich mir das ungefähr vor. Ja, in der Landesflagge dann natürlich auch. So, wir haben ein bisschen Anspannung aktuell. 90 Punkte. Das heißt, wir können ja sowieso gleich mal, ja, es kostet wieder was, ne? 67 Gold kostet uns das, um ein bisschen Anspannung zu verlieren. Wisst ihr was? Wir lassen es mal kurz drauf ankommen und schauen mal, wenn wir drüber kommen, ob wir vielleicht nicht noch eine gute Eigenschaft bekommen, mit der wir dann zukünftig die Anspannung abarbeiten können. Wenn wir Glück haben, wenn nicht, müssen wir halt darauf reagieren. Ist ja nicht so schlimm. Dann, hier unten wird die Gemeinde bekehrt. Moment. Und mit Gemeinde bekehrt, ist hier eine andere Religion. Ich dachte, wir wären hier schon fertig. Nee, sind wir noch nicht. Es wird durch Gemeinde bekehrt hier unten. Das ist okay. Ja, aber wir brauchen ja momentan sowieso keinen Anspruch. Das heißt, unser Bischof hier, der ist das noch der Hugo? Nee. Das ist nicht mehr der Hugo, das ist der Vimalathamasurya. Der wird sich jetzt darum kümmern, dass unsere Religion unter die Leute kommt. Ich nehme mal die Pause raus. Lassen das im Spiel ein bisschen laufen und werden mal drei Herzogtümer erstellen. Coole vorausgesetzt natürlich. So, irgendjemand ist eingesperrt. Judith von Niederbayern. Wer ist denn? Ist das unsere Enkelin? Wurde eingesperrt. Hallo, Frau Ungay. Da müssen wir mal ganz kurz hier gucken. Von Wenzel, die Tochter. Wenzel ist ja unser Ersterbe. Der Arnold ist noch nicht verheiratet. Und die Kunigunde auch noch nicht. Wir könnten dann mal schauen, ob wir da eventuell die ein oder andere Bündnisse an Land ziehen. Ja, sie mit Königreich. Das hört sich ja vielversprechend an. 3500. Ja, ist hier oben. Ist halt vielleicht auch mal ein potenzielles Ziel für uns. Aber der wäre schön in der Nähe. Also von daher würde ich da eventuell sogar ein Verlöbnis in Betracht ziehen. Das hier wäre noch ein bisschen weiter oben. 3500. Hat Ansprüche. Ah, okay. Aber wahrscheinlich... Oh, auch matrilinear. Man könnte gleich Wirtshäuser statt Botschaften eröffnen.
Auf Ideen kommt ihr immer, Mensch. Ihr wisst genau, wie das ablaufen muss. Definitiv. Ich würde mal dieses Bündnis jetzt machen. Unseren zweiten Sohn, den verheiraten wir noch nicht. Er ist momentan krank. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten. Wir warten noch ein bisschen, bis es akut wird. Nicht, dass uns der jetzt irgendwie wegstirbt. Und dann stehen wir wieder ohne Bündnis da und müssen das Verlöbnis lösen. Ja gut, was machen wir jetzt mit unserer Enkelin hier, die Judith von Niederbayern? Die muss es halt mal lernen, dass nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und dass man auch ab und zu hier bei uns hinter Gittern landen kann. Auch als dreijähriges Kind. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Ein Druckmittel läuft bald aus gegen dich hier. Wahrscheinlich irgendein Bauernaufständler. Wir könnten ihn einkerkern, zum Gelübde auffordern. Ansonsten, leider hat er keine Kohle. Null Gold, das wird auslaufen. Dieses Druckmittel, da kann ich jetzt nichts machen. Dann Ratsposten für die mächtigen Vasallen. Was der für eine Goldkette hier hat. Hier voll dekadent. Hat 10 Verwaltung. Nee. Okay, die können nichts. Wir haben zu wenig Ehepartner. Guck mal eben, ob uns das jetzt hier, ja, ein bisschen was kostet. Wir müssen uns noch mal eine oder zwei unfruchtbare Ehepartner holen. Zum Beispiel die Ingün. Oh, mit der sogar ein Bündnis einhergeht. Mit 93 Leuten. Ein Kloster. Ja gut, könnt das ja trotzdem machen. 93 Leute sind 93 Leute. Also von daher kein Problem. Schön bauchfrei, jawohl. Dann gucken wir mal, wenn die zusagt, wie sich das jetzt hier entwickelt. Eine reicht momentan. Eine Dame reicht aktuell, um uns den Malus zu ersparen. Dann geht's an die Herzogtümer. Und zwar das Herzogtum von Dakina Desa kostet uns, boah, 200. Da geht's hier hin. Das heißt, wir brauchen nochmal 200 und dann nochmal, ich glaube, 300 für das Königreich. Da würde ich ja fast sagen. Na gut, wenn wir jetzt ihn angreifen und unterwerfen, dann würden wir seine Titel bekommen. Aber ich will die ja nicht. Ich will ja als Haupttitel, will ich ja den Rohan-Titel haben. Also wir könnten uns relativ schnell Königstitel holen, aber das will ich ja nicht. Nee, wir müssen das natürlich schon auf die harte Tour machen. Söldner laufen ab. 800 Stück. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Truppen jetzt. Und da hat er sich ein zweites Bündnis geschnappt, der Lump. Ja. Da hat er sich ein zweites Bündnis hier drüben geschnappt. Ich weiß gar nicht, ob die da mitkommen. Das ist sein Vasall. Okay, der Mangel an Schultheißen ist weg hier unten. Das ist schon mal gut. Ah, wir haben gar nicht so viele Truppen. Es wäre noch, naja, aber das ist auch, das ist zu teuer, dass wir nochmal ein bisschen Kriegsvolk hinzunehmen. Ein Bündnis ist weg. Die Malediven, denen geht's gut. Da ist ja momentan Urlaubsnation Nummer 1. Ein neuer Tempel wurde aufgebaut. Wer hat den denn gebaut? In Dakina Desa. Hier unten. Hat irgendjemand einen Tempel in Auftrag gegeben? Ah, okay, kein neuer Tempel, nur Sakralbauten. Naja. Naja. Okay. Dann müssen wir nur noch dafür sorgen, dass hier unser Kollege uns leiten kann, damit wir endlich die Truppen bekommen. Er ist nicht beeinflusst. Als hätte ich es nicht gerade gesagt, ne? Als hätte ich es nicht gerade gesagt. 2 Jahre, 58%. 58% sind fast 100%. Oh, wir haben 105 Gold bekommen. Von unserem wunderbaren Verwalter. Das hat er richtig gut gemacht. Wir können ein drittes Königreich, ein drittes Herzogtum ausrufen. Sind über 1000 Prestigepunkte wert jetzt. Das heißt, wir werden, ja, wir machen zuerst aber das Königreich. Wir brauchen für das Königreich die 300.
Ja, wir brauchen die 300, 500 Prestige, 200 Frömmigkeit. Dann bleiben uns noch Pi mal Daumen über 800 Prestige. Wir brauchen 900 Prestige, um ihn ihr zu unterwerfen. Und dann sollte das klappen. Lohn der Angst oder an jeder Ecke Gold. Einnahmen pro Anspannungsstufe oder Kriegsvolk Unterhalt pro Schrecken. Wir können mal gucken, ob wir vielleicht den ein oder anderen Schreckenspunkt uns holen können durch die Gefangenen. Das ist ja ein fantastisches Icon hier. Svetambaras. Können wir noch irgendjemanden für Kohle verkaufen? Wenn nicht, dann würde ich jetzt einfach mal prüfen. Oh, jetzt hätte ich fast versucht, meine Gäste hinzurichten. Das ist natürlich, das kann dem besten Herrscher mal passieren. Chiavismus. Das hier ist nicht unsere Religion. Das heißt, wenn wir hier mal reingehen und gucken, ja, für 10 Schrecken. Warum nicht? Wir haben gar nicht so viel Gefangene, leider. Wir haben leider nicht so viel Gefangene. Aber im Zuge dessen, dass unser Gefängnis modernisiert und renoviert werden muss, müssen wir halt jetzt dafür sorgen, dass die Leute rauskommen. Ah, okay. Also, er bleibt noch hier. Beziehungsweise vielleicht lässt er sich auch rekrutieren, der einbeinige Nicht-Diplomat. Lohnt sich fast nicht, der bleibt im Gefängnis. Nee. Wir haben ein bisschen Schreckenspunkte bekommen, jetzt 51. Die sind relativ schnell wieder weg. Aber in der Zeit sparen wir uns ein bisschen Kohle hier für... War das für Kriegsvolk oder war das für die Aufgebote? Wir gucken nochmal. Kriegsvolk Unterhalt pro Schrecken. 0,5 weniger. Genau. Und wir sind bei plus 10 jetzt. Eine Zunft von Steinmetzen hat sich in Roha niedergelassen. Die wollen bestimmt auch wieder Kohle von mir, die Lumpen. Ah Gott, 6%, dass wir keine Kohle investieren. Ah. Tut mir leid, wir müssen aktuell auf die Bauernarbeit ausweichen, mein Herr. Gebäude, Baukosten erhöht und Besitz und Steuern verringert in Rohan. 25% weniger. Das ist gar nicht mal so wenig jetzt. Aber auf der anderen Seite, ne? Wir, 43, ne? Wenn wir das machen, Oberbürgermeister Darmasina sichert mir die Gefolgschaft. 43%, wir müssten nichts bezahlen. Wenn wir Pech haben, müssen wir 135 bezahlen. Das ist natürlich Risiko jetzt. Aber Bauzeit, wer will denn Bauzeit und Baukosten? Wer will das denn? Ich will das doch gar nicht. Okay, wir machen es trotzdem. 70 Gold. Ach Gott, ich bereue es jetzt schon. In 5 Sekunden sage ich, hätte ich es doch nicht gemacht. Achtung. Ich glaube nicht, dass wir eine bessere Vereinbarung bekommen werden. Oh, wir haben nochmal die Wahl. Also 70 Gold müssen wir bezahlen für die Steinmetze. Wir machen lieber die Kontrolle, weil hier sowieso die Kontrolle momentan noch ein bisschen unter 100 ist. Dann holen wir uns die plus 20. Die Kontrolle ist durch. Alles ist gut. Es hat geklingelt. Der Arian BTZZ. Dankeschön fürs Folgen. Willkommen. Das heißt, unser wunderbarer Marschall kann hier oben noch ein bisschen für Kontrolle sorgen. Da ist ja gar nichts. Da ist er am nächsten Tag schon durch. 89 und hier oben 95. Es sieht richtig gut aus jetzt. Es sieht richtig gut aus. 10,3 Gold. Wir sind bei 140. Wir brauchen 300 Gold. Oh, christliche Pilger im Heiligen Land erleben schiere Martyrien. Ich gehe mal davon aus, dass der Papst jetzt nicht nach Rohan kommt. Wenn der Papst nach Rohan kommt, dann werden wir Gondor um Hilfe bitten. Und mit Gondor meine ich natürlich die Bayern hier oben. Irgendwo sind die hier. Und die werden dann zu Hilfe kommen. Hoffentlich. Wir sind ja mittlerweile Kulturoberhaupt, ne? Weil die Bayern in Europa nichts zustande bekommen.
Offenbar. Deswegen sind wir jetzt Kulturoberhaupt mit unserer kleinen Butze hier. Ist echt Wahnsinn, ne? Dass wir hier mit ein paar Provinzen. Aber hey. Das siehst einfach, wer hier führend ist. Wir haben aktuell die Erbherrschaft drinnen für die Erbteilung. Ich habe das Gefühl, dass die Lautstärke irgendwie verändert worden ist. Das ist mittlerweile so laut. Die Sonne scheint und die Bauernschaft schlendert über das Turnier, das meine Gemahlin veranstaltet. Die Champions erhalten Beifall für ein bisschen mehr Meinung oder 150 Prestigepunkte. Ja. Hat sich irgendjemand schon mal dafür entschieden, für diese Option, den Champions ein bisschen Meinung zu geben, anstatt Prestige zu bekommen? Kann ich mir nicht vorstellen. Der Papst möchte vielleicht mal Urlaub auf den Malediven machen. Der ist herzlich eingeladen. Der ist herzlich eingeladen, der Papst. Ist überhaupt kein Problem. Der darf ruhig Urlaub hier machen. Vorzugsweise ohne Bodyguards. Damit wir ihn gleich hier behalten können. Und ordentlich erpressen können. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht. So, 245, es wird doch. Das geht schneller, wie ich jetzt dachte, Mensch. Wir müssen jetzt endlich nur schaffen, den komischen Puruhit hier auf unsere Seite zu ziehen. Das ist so ein Sturkopf, der Lümmel. 8 Monate noch. Ich habe ja auch nichts gegen ihn in der Hand jetzt, ne? Ich könnte ihm ein bisschen was schicken, aber da wäre die ganze Kohle gleich wieder weg. Na gut, Hofarzt haben wir aktuell unsere Gemahlin mit wahnsinnigen 21 Punkten. Sehr schön. Dann kommen hier ganz viele Meldungen. Aufgabe erledigt. Die Kontrolle ist wieder komplett hergestellt im Hause Rohan. Oh, nee, auf den Malediven ist noch Rambazamba. Aber nicht mehr so viel. 81 von 100. Da müssen wir auch noch was machen. Und dann sind wir durch. Und dann müssten wir vielleicht doch mal. Ja, wir machen das nachher, ne? Wir machen, nachdem das Königreich ausgerufen wird, sorgt unser Ratsverwalter für die bayerische Kultur in unseren Ländereien. Da tut es sich bestimmt auch viel leichter, wenn alle unter dem Königreich stehen. Theravadische Erhabenheit. Purohit. Oh Gott, dieser Name, ne? Wenn du so einen Namen hast, dann tust du mir echt leid, wenn du irgendwelche Formulare ausfüllen musst, wo dann irgendwie der Platz nur so groß ist für den Vornamen. Und du dann jedes Mal deinen langen Vornamen hier reindrücken musst. Irgendwie reinkritzeln. Durch sein makelloses Verhalten und seine unermüdliche Arbeit in der Lehre und Forschung sowie beim Predigen hat er merklich dabei geholfen, dem Glauben in den letzten Jahren neues Leben einzuhauen. Sehr lobenswert. Okay.